Mitarbeitervertrag. Alles klar. Ich würde mal sagen, das ist interessant, dass die Tafel nicht mehr da ist. Überleg jetzt. Jetzt überlege ich dann. Sollte ich dann vielleicht schon einmal wieder das nächste Gebiet dann anreißen? Weil wir haben ja quasi im Prinzip jetzt wieder zwei Gebiete angerissen. Aha. Was ist denn das über? Ist immer das bis jetzt. Alles klar. Hat's erledigt. Und hätte ich einfach gesagt gehabt, von oben nach unten oder. Zwei Missionen haben wir erledigt. War relativ chillig. Da könnte man eine richtig chillige Schnellreise machen. Passt, dann machen wir das, machen wir das, machen wir das. Und wie schauen wir aus? Waren wir 2-2 oder was? Eieiei. Okay, passt gut, dass ich dann quasi das Gebiet beginne. Also ganz ehrlich. Aber wirklich ganz ehrlich. Sind wir froh, dass wir gleich das Gebiet beginnen, weil einfach quasi von den Punkten her, wenn wir die ganzen Pyramiden machen, das Ganze. Kommt schon ein paar Fertigkeitspunkte zusammen. Da kommt schon was zusammen. Ja, dadurch, dass wir halt leider auch keine Nebenquests dort haben, schaut's dann dementsprechend mal wieder ein bisschen beschissen aus. Ein bisschen beschissen. Im Endeffekt, ja, vielleicht so halb 30. Vielleicht die 31, aber ganz, ganz vorsichtig gesagt, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz, ganz vorsichtig gesagt, aber ganz, ganz vorsichtig. Das muss vielleicht ablosen, dass wir die 31 dann noch zusammenkriegen, aber das glaube ich nicht. Nein. Fertigkeitspunkte. Könntet ihr es vielleicht ausgehen? Könntet ihr es vielleicht wirklich ausgehen? Von den Fertigkeitspunkten her. Von den Fertigkeitspunkten könnte es sich wirklich ausgehen. Würde ich jetzt einmal sagen. Aber schauen wir mal. Aber es könnte sich ausgehen. Könnte sich definitiv ausgehen. Auf da. Und wir schauen aus. Na, aufklären wir das erste. Auf zur Schatz. Das ist wichtig. Ja, der Hauptmann, lieber. Der ist immer ganz, ganz wichtig. Schaut irgendwie aus, wie wäre er noch weiter unten. Sonst denke ich, da wäre irgendwo in so einem scheiß Keller oder irgendwas. So wirkt das jetzt gerade auf mich. Ja, sonst haben wir da noch. Wir haben da noch mehr als genug. Wir haben da mehr als genug. Verstecken sie noch relativ gut. Hier sollte ich vorsichtig sein. Irgendwo einer ist. Sicher nur irgendwo 31er, ich sag's dir. Es fix noch einer irgendwo. Was? Ach, Gott sei Dank. Gott sei Dank ging sie das noch aus. Wo wir schon so. Bissel und. Sicher, das ist ja das. Der fängt an, ja, die Maus ein. Der Haverer. Ich mach mal auf geschmeidig Diddledi und Diddledum. Und natürlich der Schatzle, ist es eh klar. Der Schatzle. Bewegt sich fix. Von welcher Ecke kommt der aber jetzt, Alter? Alter, von welchem Winkel kommt der aber jetzt? Leck mich fett! Der hat sowieso gar nichts mitgekriegt. Der hat sowieso gar nichts mitgekriegt. Der Haverer. Passt. Sehr gut. Ah, dadurch, dass er sich sogar noch bewegt hat, sogar noch mehr unsicher. Haben wir eigentlich jetzt schon den Bereich? Ja, passt. Scheiß auf den an.
Wir gehen schon wieder weiter. Wir gehen schon wieder weiter. Wir haben jetzt einen Tag was Besseres zum Tun, weißt du? Gehen wir gleich weiter. So, Pferd da, kommt her. Wir haben viele Goldene. Viele Goldene. Das taugt mir halt extrem. Das ist wirklich in dem Bereich wirklich viel Gold. Viel, viel Gold. Das taugt mir extrem. So, ich würde mal sagen, in dem Fall next. Ich würde mal in dem Fall sagen, das war's schon. Haben wir jetzt aber lang gesucht. Ja, dadurch, dass da etwa keine Feindpräsenz oder sonst irgendwas ist. Was das halt relativ schnell erledigt. Sag ich jetzt einmal. Sag ich mal, definitiv in dem Fall hat man es relativ schnell erledigt. Was ist das für ein Wegerl? Wir müssten du da forschen. Okay, und für was? Ha. Ja, aber den noch halt so für was? Aber okay, passt, akzeptiere ich. Ich würde mal sagen, Synchronisation, Digi. Nee, ich bin gespannt. Das schaut sich ja so sexy aus. Das muss gut ausschauen. Das muss richtig, richtig gut ausschauen, wenn wir da Synchronisation machen. Hammer. Hammer. Das schaut sicher geil aus. Kann ich jetzt schon sagen. Schaut sicher geil aus. Auf damit, die Hammer. Ist jetzt wieder die Frage, kommt der eigentlich überall wie Affe? Wird schon aufkommen, keine Sorge. Wird schon machen, er ist ein Macher. Der Haverer, der ist ein Macher, der macht das schon. Sagt er das? Da oben springen oder oben rutschen, das kann man sicher, das ist sicher so lustig. Aber springen kann lustig werden. Ich glaube, da kannst du nicht overspringen. Da! Ich glaube, das wird kein Overspringen werden, das wird eher so ein Overrutschen werden oder so, das glaube ich eher. Bist du da kann ich rüberlaufen. Aber der geht ja halbert. Aber er geht ja halbert. Was ist denn da los? Digi. Er geht ja halbert. Leg mir mal, Stigi. So. 77, 70er, Affe, da haben wir. Nicht Tepperze, bloß nicht Tepperze, haben wir. Bloß nicht Tepperze, der wollte schon wegspringen, ich sag's euch. Er wollte schon springen. Ich hab das schon sowas von gesehen, dass er wegspringen wollte. Ach so ein Hundling. Nicht einfach weggespringen, der Hund. Der fix nicht. Der kommt mir da nicht weg. Von der Synchronisation. Da kommt er mir jetzt definitiv nicht mehr weg. Mit der anderen Pyramide daneben. Oh. Ist schon geil. Halten, um die Pyramide runterzurutschen. Welcher Narr schlägt hier sein Lager auf? Das sehe ich mir an. Geil. Gibt es, ob es dafür eine Trophäe gibt? Wenn man einfach so runterrutscht? Also geil wäre schon. Also ich würde es jedenfalls feiern. Oder vielleicht insgesamt kann auch möglich sein. Okay, aber finde ich interessant, dass wir quasi dadurch eine neue Nebenquest erhalten. Finde ich gut, finde ich definitiv gut. Ich jedenfalls zumindest konzentriere mich mal dennoch auf die ganzen Fragezeichen und alles drum und dran. Und dann. Aber wir haben relativ viele interessante Sachen hier. Sehr, sehr viele interessante. Viel Gold. Sehr, sehr viel Gold.
Das muss man schon mal sagen. Viel Goldenes. Sehr, sehr viel Goldenes. Da kriegen wir mal sowieso eine Fertigkeit raus. Das gefällt mir. Oder auch nicht. Wenn der sich so deppert ausstellt, dann kriegt man definitiv gar nichts. Passt, sehr gut. Kann man gleich runterrutschen, wenn du deppert bist. Wir bauen mal die antike Tafel. Bin gespannt. Oh, ist wurscht, spring einfach rein, wo es düst. Ich gehe trotzdem mal geradeaus. Einfach nur, weil ich einfach so ein Gefühl habe. Ich habe einfach so mal das Gefühl, dass da so eine Art Sackgasse sein könnte. Und schaut sogar relativ gut aus für eine Sackgasse. Wichtig und richtig. Ja, im Endeffekt ist er eigentlich eh wurscht. Hauptsache, wir kommen zu der Tafel. Würde ich jetzt einmal behaupten. Hauptsache, wir kommen zur Tafel. Das ist wichtig. Oh, da geht einmal nix. Da geht einmal leider nix. Na, aber hallo! Eine Schlange? Na, Schlange habe ich jetzt nicht gehört. Irgendwas in der Richtung, aber da war keine Schlange dabei. Da war jetzt aber definitiv keine Schlange dabei. Ja, wenn eine Schlange dabei ist, ihr Gebiete, dann nehme ich halt mit Fackel. Da. Ein bisschen was anzünden, oder? Ich sage ja, ein bisschen was anzünden, das gibt's ja nicht. Damit ein bisschen Licht in die Bude reinkommt. Huch. Erinnert mich irgendwie gerade an die eine Sequenz, die wir gehabt haben. Einmal mit seiner Frau. Oh, schiebt er den Scheißdreck an. Achso, damit das. Ja, wasche. Boah, das war jetzt so ein schweres Rätsel. So, ich musste das machen. Na, richtig, als es in der Bordgehilfe. Hab's gewusst gehabt. Hab gewusst gehabt, dass da noch was ist. Ein kleines Schatzel gibt immer irgendwo. Ein kleines Schatzel gibt's immer irgendwo. Ja, und da tut sich dann auch wieder was. Gibt's da auch was bei der Seite? Aber dafür wieder mal was zum Plündern. Oh, da kommt dann schon was hier. Da kommt ja schon was. Gescheites hast du. Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Nice. Ah, wichtig. Fähigkeitspunkt. Ganz, ganz wichtig. Aber ganz, ganz wichtig. Ja, bevor ich dann rausgehe, da gibt es ein bisschen was. Kann ich nicht einfach so stehen lassen. Nee. Du kleiner Drecksack, so geht es aber leider nicht. Passt. Dementsprechend. Raus mit uns. Das, was mich wundert. Dass wir bis jetzt noch immer keine Schlangen oder sonst was gehabt haben. Weil normalerweise haben wir bis jetzt immer Schlangen gehabt. Irgendwo. Immer irgendwo Schlangen. Also so viele Pyramiden haben wir zwar bis jetzt auch nicht überwältigt, aber bis jetzt haben wir immer irgendwo Schlangen gehabt. Immer irgendwo. Ach du Scheiße. Da warst du mit uns. Ah. Sind wir überhaupt noch bei der Pyramide? Ja, das haben wir eh. Wenn wir noch da gehabt, so, aber wo sind wir? Hebe ich mal auf, oder? Muss ich auch so eine Runde und das Ganze, aber im Endeffekt ist eine goldene und dies und dies. Ja, das geht eh schon immer dazu. Das geht zwar noch dazu, das nimmer. Na, das geht halt schon woanders. Passt sehr gut. Ja, da kann man das so eine kleine Runde machen. Ja, passt. Machen wir das. Schaut ein bisschen sehr tief aus. Ich glaube, muss ich herausfinden, wie ich da runterkomme. Tu einmal mit dem Pferd da, tu einmal da. Ich glaube, wir haben da so irgendwas so Höhlenartiges oder irgendwas. Irgendwas relativ Tiefes.
Okay, ja, Schatz, sehr gut, schön und gut. Ah, aber. Wir sind schon wieder weggekommen. Hey, was ist das? Also, Schmutz. Schmutz, Digi. Einfach nur Schmutz. Nein, jetzt hätte ich mal wirklich gedacht, kommt so. Oh, hoppala, Leiwand, voll ganz geil. Ha, das könnte vielleicht was andeuten. Oder vielleicht uns wo runterbringen oder uns einfach gar nichts zeigen. Gibt es nicht zufällig irgendwie so einen Fluss oder irgendwas? Du kommst zurück. Lebendig. Du hast ein Pferd und die Wüste wurde von der Hyäne befreit. Warum so enttäuscht, Meret? Ach, es ist nichts. Ich habe gewettet, dass du da drin stirbst, Magi. Du kommst zurück, ich verliere Geld. Ah, ich hab's. Vielleicht könntest du eine Leiche da hineinwerfen. Zu unser beider Wohl. Ich bete, dass ich dich nie wiedersehen muss. Okay, dann müssen wir das anders anstellen. Ich würde mal sagen, wir gehen sowieso mal zu dem Fragezeichen. Was willst du? Willst du anscheinend eh? Das ist sowieso da irgendwo weg. Die große Sphinx. Könnte aber vielleicht da hinten auch Sie was ist sein. kleiner als erwartet. Wie jetzt einmal behaupten. Ich würde vielleicht behaupten, dass man vielleicht da. Sind beide Sachen sind da unten. Ja, da hätten wir Ein wenigstens verborgener Schmerz. Eingang. Wie konnte ich den übersehen? Hätten wir wenigstens Schmerz. Das ist gut. Das ist sehr gut. Aber für das andere müsste ich jetzt vielleicht nochmal schauen. Höhleneingang. Irgendwas in der Richtung quasi. Oder vielleicht gibt es auch zwei Wege. Ich glaube, zwei eher weniger, aber probieren können wir es ja mal, oder? Probieren können wir es ja. Vielleicht gibt Eine es ja zwei Sackgasse. Wege. Das ergibt keinen Sinn. Nee, 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 Es nee, muss einen Weg Havara. geben. Nee, 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 nee. Geh jetzt trotzdem mal wieder auf. Weil wir wissen, was da wieder gerade aus ist. Einmal Schatz hier, einmal Schatz da, einmal Schatz überall. Ja, servus. So, was? Ja. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. 2 von 3. Bip, fein. In der Hoffnung, dass wir vielleicht sogar noch in einen Zusatzbereich da irgendwo hinkommen, wo da vielleicht sogar schon was angedeutet worden ist. War extrem geil. Weil, so wie es ausschaut, ist der Bereich relativ groß. Sehr. Sehr groß. Bei Amun. Was ist das? Na, jetzt bin ich gespannt. Okay. Immer mal das. Das ist gut. Ha? Wo komme ich denn da raus? Komme ich da raus oder was? Ich bin jetzt schon mal, jetzt muss man mal. Achso, okay, dann halt nicht. Ich hätte schwören können, ich komme da rauf. Ich hätte schwören können. Aber anscheinend. Ich dachte, da gibt es noch so eine Art Geheimnis. Was vielleicht noch nicht fertig ist.
Warte kurz. Wie viele sind's? 1, 2, 3, 4. Hat's vielleicht was mit die Luftdinger zu tun? Das muss dann eh auch der sein. Ich warte mal nachts ab. Warten wir mal ganz kurz nachts ab. Oder einfach andere Uhrzeit oder was auch immer. Vielleicht ändern sich die Dinger. Nee, die Dinger ändern sich nicht. Weil ich hätte sonst gesagt gehabt, okay, passt, das hat ja vielleicht ja was mit dem Orden zu tun. Aber das glaube ich gar nicht. Ich glaube, dieses eine Fragezeichen hat was mit... Ich würde gerne sagen, das mit dem Buhren, aber das glaube ich auch nicht. Das müssen wir sich noch aufheben. Das müssen wir sich definitiv noch aufheben. Ich frage mich halt nur so, was müsst ihr machen dafür? Außer irgendeinen dreckigen Beil im Mund zu nehmen, aber sonst, was müsst ihr dafür machen? Dass ich da reinkomme. Weil es schaut für mich auch so quasi so danach aus wie, hörst du Digi, die fehlen noch so gefühlt so 100, so 5, 6 andere Sachen. Weil ich habe auch vielleicht auch gehabt, okay, passt, vielleicht muss ich mehr von den ganz bestimmten Havaranter haben dran, aber es macht ja wieder keinen Sinn, weil wir haben ja eigentlich schon viel mehr Harmdraht, das wie nur die Vierer. In dem Fall. Und ich lasse mir es vielleicht gerade einreden mit die Himmelszeichen, weil deshalb auch das mit dem Oben und alles drum und das ist das vielleicht sein könnte, vielleicht, dass es da irgendwas mit die Himmelszeichen dafür zu tun hätte. Würde ich jetzt mal hier sagen. Und dementsprechend, ja, mal schauen. So, was kommt? Ei. Passt. Aber wie die Pappen aufreißt, Alter. Aber wie, Alter. Komm her, da. Tschüss. Aber wie die Pappen aufreißt, der Wichser. Leck mir Marsch. Okay, bis unser Avara da ist, da kann ich auch gleich schwimmen, gell. Hey, schon wieder das nächste Viech. War schon wieder das nächste Viech motiviert. Ja, da schwimmt er eh schon. War schon wieder das nächste Viech motiviert. Sag's euch. So Wahnsinn. So, jetzt zeigen wir hier da. Ja, sehr gut. Ja, Ah, dafür haben wir wenigstens schon mal zwei Schätze. Dafür haben wir schon mal zwei Schätze. Geht schon. Eine mit uns. Sehr gut. Pipi fahren. Ja, nice. Der weniger leise, aber noch gut. Hoffe damit, ja, oder wie? Ich wollte gerade sagen, so wie lange noch? Da war mir unter, ich krieg keine Luft mehr. Herr Hundling. Er kriegt keine Luft, Alter, das ist ein Wahnsinn. Der muss tauchen und tauchen. Vielleicht hat es aber auch was mit Nebenquests zu tun. Das wär's. Das wär's volle Wäsche, Alter, wenn es vielleicht was mit der Nebenquest zu tun hätte. Oh, so geil. Das wäre wieder geil. Ich wollte gerade sagen, so, ich frag mich quasi jetzt gerade von wo. Okay. Die müssen noch ein bisschen driften. Die haben es noch ganz schwer. Die müssen ein bisschen driften lernen. Ja, Fast in the Furious hat sie. Die haben nicht genommen. Fast in the Furious wollte. Mehr Profis, sagen wir es mal so. Die wollten die Profis haben. Ja, bis heute noch immer tut es einer weh. Dass sie nicht genommen sind. Aber, naja. Kannst dann nicht immer das ihnen recht machen. Ja, die Profis wollten halt einfach die Profis, ja, was soll man tun? Geht nicht immer alles. Was? Ah, shit. Friss das, du Dach hat.
Ich hab mir gedacht gehabt, du Haverer, du machst da schon der Attentat und du Papa einen Scheißdreck gemacht. Einfach ein Scheißdreck. Durch das Gehör, es brennen wird, wird das vielleicht ein bisschen aufwirken. Nee. Okay. Dann halt nicht. Was? Mhm. Richtig. Und wichtig. Einmal. Zweimal. Mhm. Was haben wir denn da Schönes? Opa, hör auf, nur da ins Feuer, Alter, Amara! Beginn gleich zum Schwitzen mit ihm! Ach so ein Hund! Ach so ein Hund, Alter! Geht einfach mal ins Feuer! Wie wird das irgend so ein Scheißdreck? Amara! Leck mich fett am Arsch! Nur ganz kurz, es geht aber nicht zu uns, gell? Nein, Gebüte! Fix nicht! Da, also wieder ein Goldener! Bitte mal, was wir so auf der Karte gesehen haben. Auch wieder so ein Goldener. Das ist ein Wahnsinn. Du Goldener. Da, auf da mit uns. Next. Ich habe jetzt ein bisschen so rundherum gemacht. Genau. Wenn wir schon raufgekommen, hoffe ich mal zumindest. Irgendwie schaffen wir es immer. Wollen wir zwar immer suchen, aber irgendwie schaffen wir es immer. Boah, da kommt ein bisschen Leder zusammen, Haverer. Ein bisschen ist gut gesagt. Da kommt so einiges Leder zusammen. Geht's aus? Geht's aus? Sei eine Ziege! Sei eine Ziege! Ja, sag's ja! Sag's ja! Geht's ja alles aus? Alles gechillt, alles babamäßig. Passt eh alles. Wie hätten die noch nie was anderes gemacht in ihrem Leben? Wie hätten die noch nie was anderes gemacht? Super. Die schaffen alles. Sag's euch. Das ist kein Goldenes. Ah, dafür. Goldener Nieserer. Super. Was haben wir denn da Schönes? Ich sehe schon wieder so eine Basis, gell? Ich hab mir zwar ein bisschen natürlich wieder was anderes erwartet, aber was soll's. Was soll's. So, Schatzalarmau entdeckt. Gibt's nicht doch noch vielleicht zufällig irgendwo einen scheiß Wichser, der was ihn da noch irgendwo versteckt hat? Nachpasst. So. Mindestabstand einhalten. Sieht er mich? Verdammt, wer schießt da? Passt. Sehr gut. Ha, das sieht wieder keiner. Alter! Ist nicht euer Ernst. Genau dann. Genau zufällig dann. Nicht euer Ernst. Hey, was? Hey! Bitteschön! Kettenattentat! Hey! Hey, kein Feuer! Du Stepper kennt ja krepieren, Haverer! Der macht einfach ein Feuer, hat er, glaube ich, verdeppert. Das ist ein Wahnsinn, Alter, die Urfrechheit, was sich die Gegner zu so alles einbilden, Alter. Mit Feuerkämpfen, das ist ja unfair gegenüber. Na Wahnsinn, hätte ich auch gern. Passt, machen wir das. Ja, so was das, zicki-zacki, hui. Ist aber auch wieder so ein goldenes. Aber da sehe ich mich schon mal mit. Sehe ich mich schon mal wieder mit. Ich hab gerade den Urhängerer. Mit Tier. Ja. Ich glaube, das wird so ein Hyänenstamm oder irgendwas sein. Ich glaube, das wird so ein Hyänenstamm sein. Das sag ich da. So ein Hyänenstamm. Aber ich bin gespannt. Geht so alles aus. Schaffen wir. Wir sind Ziegen. Nein, nicht schon wieder mit der Basis.
Ich will ihn nicht mehr. Du bist wieder in Ruhe, ich bin voller Schocki. Oh mein Gott. Na gut, schauen wir mal. Jetzt bin ich gespannt. Ah, ein Schatzel. Ein Hauptmann gibt's natürlich auch. Ja, der schläft. Ja, das kann er ruhig machen, der Haverer. Es kann er ruhig machen, der Haverer. Er soll ruhig schlafen. Soll sich ans Wecker schnarchen. Keine Ahnung, was er machen will, aber das soll sich ans Wecker schnarchen. Keine Ahnung. Nein, ich hätte doch vielleicht lieber von der anderen Seite, von der linken Seite sollte ich eher gehen. Halt! Nein, kein Halt, oder? Gibt kein Halt. Sogar nicht einfach Halt. Scheißen. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Wie sind eigentlich deine Haare? Hey, wer war das? Gut, dass du genau in die Fusche. Wieso schauen die Hey, hast du das gehört? Wieso schauen die genau in meine Richtung? Uns überrumpelt. Alarm! Hier drüben! Wieso? Wenn wir die Pestbeule fangen, ist sie tot. Du wirst bluten. Hörst du? Hey! Ha. Du da! Halt! Ja. Na, warum kein Kettenattentat? Es wird sie locker ausgegangen. Locker. Locker wäre sich das ausgegangen, aber was soll es? Ich bring dich um. Das habe ich schon so oft gehört. Das habe ich jetzt schon so oft gehört. Aber viel Spaß! Du brenn einmal! Du brennst. Okay. Okay, ja, ich weiß schon, du wirst es unbedingt wissen. Du bist ein motherfucking Champion, wir wissen es ja eh. Dass der mich aber trotzdem noch immer erwischt hat. Wahnsinn. Dass der trotzdem mich noch immer erwischt hat. Das ist ein Wahnsinn. Reckt mich gerade auf. Passt. Ich würde sagen, Pferdteilen. Bin gespannt, wie die fahren. Erst komm ich hier da wieder, wenn ich die schon bestelle wie ein Taxi. Komm ich da aber. Jo, ihr macht sie schon, macht sie schon. Fahrt sie hier, Alter! Nicht zum anderen Bundesland! Bist du da und decken und tschüss! Komm ich da kleine? Nein, da leider nicht. Ah, da schaut's wieder gut aus! Chefi, darf ich da rein? Schaut gut aus. Schaut sehr, sehr, sehr gut aus. Chefi, los mit da rein da, los mit da rein! Ich mach das schon. Zeig mal her. Ich hoffe, dass es nicht jetzt wieder so 1:1 Ding ist wie vorher. Nein, ich hab so das Gefühl, dass vieles ober uns ist. Hat sie jedenfalls sehr viel nach Bling Bling ober uns Bling Bling angehört. Ja, das. Aber wie, Alter? Aber wie? Und wollen da oben los? Gibt's da was Gottes da oben oder wie? Wo mal den Scheißdreck da? Denke mal, dass der Scheißdreck geht. So leicht lasse ich mich nicht forschen. Na. So leicht lasse ich mich definitiv nicht forschen.
Schriftzeichen aus dem alten Königreich. Warte, warte, das wäre aber auch eine Theorie. Aber wäre das dann schon unsere fünfte Pyramide? Oder unsere fünfte Tafel? Es wird jedenfalls in dem Fall Sinn machen, dass wir die Tafeln dann quasi dafür, für dieses eine Fragezeichen. Würde es ja eigentlich im Prinzip Sinn machen. Müsste man jetzt nochmal nachschauen, ob jetzt natürlich ein fünftes dabei ist. Ich glaube, sie schon auch. Ja, sollte ich schon irgendwie. Sollte ich schon. Ich bin gespannt. Ja, aber das wird fix ein Tier sein. Das wird fix ein Tier sein. Wenn das kein Tier ist, dann weiß ich aber auch nicht. Er wollte mich aber dafür schicken. Als erstes. Wäre es vielleicht sogar gar nicht mehr so schlecht gewesen, wenn der mich da vielleicht sogar dafür geschickt hätte. Weil dann sei eine Ziege. Meh. Sei eine Ziege. Okay, ja, ich glaube, da nehme ich mehr als nur eine Ziege mit. Ja, armes Viecherl, armes Viecherl. Hauptsache, ich krieg wieder ein bisschen Leder. Sehr gut, sehr gut. Die Dinger kann ich wieder gut verkaufen. Aber sonst, sei eine Ziege. Meh. Und das ist meine alte Wüste. Bis der Pateta schlaucht mich. Ja, okay, den mag lieber Schafe. Also dementsprechend. Alles ist wieder in Ordnung. Hoppla. Und? Ich bin... Was ist da los? Weil das ist golden. Das haben wir noch nie gehabt. Okay. Mir ist wurscht, ich tue alle Hand dran. Mir ist das wurscht. Hi. Du kannst nicht fliehen. Oh ja, wie war das doch mal? Ihr wollt mir den Hintern versohlen? Das schau mal definitiv nicht so dann auch aus. Bah! Ui, 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 ui. Ah, doch wieder so ein Grab. Das wird dann wieder Sinn machen. Dann könnte man wirklich testen, ob man dann 6 Stück von den Dingern jetzt haben. Meiner Meinung nach. Könnte man dann wirklich testen. Wart, ich nehme meine richtige Waffe, gell? Ja, vielleicht war nicht mehr so schlecht. Da checkt auch nichts. Ah, schade. Das wäre so ein schöner Kopftreffer gewesen. Hier gibt's Ärger! Alarm! Alter! Verdammt, woher? Aus! Passt. Bin froh, dass ich jetzt nicht draufgegangen bin. Weil. So eine Scheiße kannst du leicht draufgehen. Einfach mal so. Ein Molotow geworfen, Alter. Der scheiß Hund. Scheiß Hund hat einfach Molotow geworfen nach mir. Ist das sonst eigentlich nirgendwo einer? Wundert mich jetzt gerade ein bisschen. Jetzt doch? Jetzt doch? Alles klar. Dann schauen wir uns den ersten Schatz an. Ja, mir ist wurscht. Müssen wir mal Hallo sagen. Damit wir wissen, mit wem es zu tun haben. Ja, das Gute ist ja wenigstens, dass der ganz, ganz spezielle eh nicht herkommt, dass er so ist. Hoppa! Brennt sowieso der Hund!
Der Hund brennt sowieso. Was willst du tun? Ha, was willst du tun? Kommt eh nichts Besseres nach. Hauptsache haben wir ja einen ersten Schatz. Alle. Wichtig und richtig. Mhm. Mhm. Ich gehe jetzt einfach mal da entlang. Wird schon passen. Ah, diesmal machen sie es mal mit Rätsel. Na schau, na schau. Weiß zwar nicht, wie viel ich brauche, aber ich nehme einfach mal. Vier Stück? Ja, ja, vier Stück werden reichen, ja. Allen guten Dinge sind vier, ja. Wie der Elotrix immer so sagt. Ein Wahnsinn. Vier wird schon passen. Geht doch nicht, nicht. Ja, da unten. Achso. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen verkackt, aber noch ein bisschen. So. Aber mit dem Scheißdreck. Das muss da um. Aber dafür habe ich auch wenigstens ein bisschen was eingesammelt. Ja. Ist ja jetzt nicht so, wie hätte ich jetzt gar nichts davon gehabt. Du bleibst schön brav da unten, Havra. Du bleibst da schön brav da unten. Passt sehr gut. Da hätte ich gesagt. Da hätte ich jetzt sowieso gesagt gehabt, so zwei, so wie vorher. Wäre vielleicht gar nicht zu uns wieder. Ja, dann vielleicht wird da jetzt zwei verlangt. Besser lieber zwei, weil sonst ist vielleicht eh sogar einer zu früh. Passt schon. Da so zwei Euro und tschüss, Balle. Okay, dann sollen es halt drei sein. Von mir aus. Wetten, dass jetzt genau vier die richtige Anzahl ist? Wetten? Ich glaub schon, dass genau vier jetzt. Ja, genau, du scheiß Hurensohn. Genau jetzt hat's vier. Genau jetzt, da leg mir Arsch. Leg mir Arsch. Genau jetzt hat's vier. Bewegt ihn einmal einen Zentimeter. Mhm, alles klar. Der gibt aber gut. Okay, aber gleich nochmal drauf. Ja, wenn der so gut abliefert. Wenn der so gut abliefert, Digi. Muss. Einfach ein Muss. Wenn der so gut abliefert, Digi. Es geht sonst nicht anders. Geht sonst nicht anders, wenn der so gut abliefert, Digi. Königreich. Passt. Ah, nee. Was ist nicht so locker? Der hat geliefert. Der hat geliefert. Digi. Nicht schlecht. Da haben wir jetzt wirklich gute Sachen gekriegt gehabt. Ja, und zerlegen. Jetzt. Jetzt können wir Vollgas zerlegen. Bist du deppert. Aha, muss ich gleich mal den Haverl austauschen. Gibt's schon was Besseres? Bluten bei Treffen, aber Alter, was willst du mehr? Nee, das lass ich lieber. Verdammt schlecht. Im Endeffekt erwarte ich halt lieber einfach in dem Fall, dass ich das halt vielleicht sogar entweder die ein oder andere Fähigkeit auf Gold machen kann. Oder ich werde einfach allgemein. Müssen wir da wieder was Goldenes haben und dann schaue ich es mir ein bisschen genauer an. Zahlt sich's aus, zahlt sich's nicht aus.
Ja, kommt schon was zusammen. Ah, leider nicht. Ah, es ist so dieses Legendäre, gell? Ah, dieses Legendäre, das ist fies. Was ich an. Ah ja, voll. Ja, volle Wäsche. Ja, sehr gut. Denk mal schon vor, wie habe ich jetzt nochmal zwei gekriegt? Ah, Bombe. Sehr gut. Ja, und im Endeffekt haben wir dann den Bereich E, würde aber dennoch nochmal vorbeischauen wollen. Ich will unbedingt nochmal vorbeischauen. Ein bisschen zu viel. Ist glaube ich das halbe der Wasser ausgerunnen auf mich selber. Passt sehr gut. Schaut aus, wie die mir selbst abgespritzt. Aus dem Weg! Ja, okay, aus dem Weg, Havara, nicht die Patze, aus dem Weg mit dir, Geschissener. Du bist mir mein nicht würdig. Und jetzt, nochmal dorthin. Unbedingt nochmal dorthin. Oder vielleicht gibt es sogar noch eine Höhle hier, aber das glaube ich eher weniger. Ich glaube, das muss dieser Raum sein. Ich sag's euch, das muss fix dieser Raum sein. Das Gute ist wenigstens, ich kann dann eh einfach quasi Schnellreise machen. Wir machen halt dann einfach diese eine Nebenquest. Vielleicht hat die auch eh was mit diesem Raum zu tun. Aber dennoch, das lässt natürlich nicht locker. Ein Fragezeichen lässt nie locker. Das nagt richtig an mir, dass ich das halt dann wieder nicht beginnen kann. Oder dass ich es einfach nicht habe. Aber ich will jetzt unbedingt quasi das testen. Ich will das jetzt unbedingt testen. Ob ich jetzt von den Dingern 6 habe oder weniger. Oder noch immer 4. Das würde mich jetzt zum Beispiel interessieren. Zwei. 4. Ja. Nein? Oder doch, ja. Sind noch immer 4. Oder es gibt halt wirklich. Ach so, ja, das müssen dann die Dinger sein. Ja. Das müssen dann 100% die Dinger sein mit dem Sohn. Passt gut. Hat sich schon erledigt für mich wieder. War schon zu 100% Bescheid. Passt, sehr gut.